Willkommen zum großen Finale 2009 in Abu Dhabi, auf dem neuesten und wohl spektakulärsten Kurs der Formel 1. Für das exklusive Layout des Yas Marina Circuit rund um den Yachthafen der Stadt gab es viele Vorschusslorbeeren der Experten. Alles vom Feinsten und brandneu, dennoch kann erst die Erfahrung zeigen, ob die Euphorie der Realität standhält. Das Schwierigste an einer neuen Strecke sind immer die Details. Man weiß noch nicht, wo jede einzelne Bodenwelle ist und wie sie das Auto beeinflusst. Das ist, denke ich, die größte Schwierigkeit. Details, die bei 320 Spitze schnell zu einem Abflug führen können. In diesem Fall sorgen fast 60.000 Quadratmeter Auslaufzonen für die Sicherheit der Fahrer. Besonders hier in Kurve 7 wäre so ein Ausrutscher ärgerlich, denn hier heißt es Speed mitnehmen auf die Vollgasgerade danach. An deren Ende kann aus dem Windschatten heraus überholt werden und das zumindest kann auch bei neuen Strecken im Vorfeld trainiert werden. Auf neue Strecken bereiten wir uns mit dem Simulator vor, den wir bei Williams haben. Der ist im Prinzip ein großer Computer, mit dem man sich fühlt, als säße man in einem echten Formel-1-Auto. Man lädt also die echte Strecke in diesen Computer und dann übt man. Für diesen Streckenabschnitt wünschen sich die Fahrer ein Setup mit eher wenig Abtrieb, denn auf langen Geraden wie hier zählt Topspeed, um die Nase vorn zu behalten. Das ändert sich allerdings nach dieser Schikane, denn von nun an ist das Gegenteil gefragt, gute Bodenhaftung. Die folgende Fahrt durch den schicken Yachthafen mit vielen engen Kurven ist das Highlight der Strecke. Die Passage unter einem Hotel hindurch kurz darauf, einmalig in der Welt. Ich freue mich schon sehr auf Abu Dhabi. Es wird sicher ein fantastisches Rennen. Die haben bestimmt umwerfende Anlagen gebaut und viel Geld hineingesteckt. Das Ambiente muss großartig sein und ich hoffe, das Rennen wird es auch. Für Begeisterung bei diesem historischen ersten Grand Prix in Abu Dhabi sollen 50.000 Fans auf den Tribünen sorgen. Wer auch immer am Sonntag das Rennen macht, einer wird im Ziel ganz sicher bejubelt werden. Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Jenson Button.